Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich muss mal die Kamera noch ein bisschen weiter rüber machen. Und zwar habe ich was von Gearbest bekommen. Gearbest hat gefragt, ob ich das nicht mal in einem Video vorstellen wollen würde. Das werde ich jetzt hier machen. Ich habe auch mein Handy schon geholt. Ich muss meinen Adressaufkleber verdecken. So. Und zwar sind es Kopfhörer, die so ähnlich wie die Apple iPod sind. Steht auch kein Name drauf. Right, made in China. Made in China. Also hier steht nichts drauf. Also kann ich euch echt nicht sagen, wie die heißen. Ich packe euch den Link dazu natürlich in die Videobeschreibung. Ich mache euch erstmal nach unten. So, machen wir erstmal ein Unboxing. Also ich glaube, hier Unboxing brauchen wir jetzt hier nicht machen. Ist ja zu wenig drin, da sind ja nur Kopfhörer. So. Oh, sehr klein und schnucklig. Ich hätte es größer gedacht. So, hier haben wir dann noch Kabel. Ach, ist ja geil. Wir haben so ein Bändchen, damit sie nicht verloren gehen. So, wir haben einmal eine chinesische Anleitung. Oh, scheiße. Haben wir da den passenden Kabel mit bei? Die werden mit so einem Apple-Kabel aufgeladen. Press Volume up, Press Volume down. Voice, ja scheiße, steht alles in Englisch. Da muss ich mir selber mit einem Übersetzer dann erstmal eindeutschen. Dann haben wir das Gerät hier, das gucken wir uns gleich an. Dann haben wir hier so ein langes Gummi. Das zeige ich euch mal. Das kenne ich nämlich vom Kollegen. Dem habe ich sowas schon mal bestellt, weil seins kaputt gegangen ist. Da machst du die Kopfhörer hier so rein. Die steckst du hier so rein. Und dann kannst du sie dir um so im Hals, also wenn du sie gerade rausnimmst, also hast, wenn du sie drin hast, ist es so dran. Und wenn du sie rausnimmst, dann hängen die halt hier und gehen nicht verloren. Das ist mit bei. Ach gut, ist mit bei. Und hier mit diesem, so ein kurzer Kabel ist das nur, reicht ja aus zum Laden. Das ist halt so ein Apple-Kabel hier. Seht man das? Seht ihr das? Ja. Also dieser, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, also so ein komischer Apple-Kabel. So, und hier haben wir jetzt das Gerät, also das Produkt. Hier ist die kleine Schachtel. Hier unten haben wir einen Knopf zum Anmachen. Habe ich aus Versehen gerade rangedrückt. Da. So, also blau, denke ich mal, heißt, dass sie voll sind. Da wird aufgeladen. Hier haben wir ein Scharnier. Und hier können wir sie dann einfach aufmachen. Ja, die haben auch so einen Knick drin. Also man muss es selber aufmachen. Das hört sich zwar gefährlich an, aber man muss es selber aufmachen. So, und dann leuchtet es da. Hoppala. Ich halte mal fest. Aber nur bei dem einen. Der andere leuchtet nicht. So. Jetzt werden wir die mal rausnehmen. Also wie gesagt, es leuchtet nur der eine. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir die jetzt finden, wenn wir Bluetooth-Geräte suchen. Bluetooth ein. So, er sucht. Also entweder müssen wir dann was drücken oder wir haben sie gleich. I60 könnten es sein. Also mir wird was mit I60 angezeigt. Ich bin noch verbunden. Für Anrufe und
Medien-Audio verbunden. Das können wir noch einstellen. Also wenn wir dann auf Bluetooth gehen, können wir hier Anrufe, Medien-Audio, Eingabegerät, also Bluetooth-Eingabegerät und Kontaktfreigabe können wir anschalten. Also die obersten drei waren sowieso an. Ja, Kontaktfreigabe lasse ich aus. Also wir sind jetzt damit verbunden. Dann gehe ich mal auf meine Musik. Ging ja recht fix eigentlich. Verlauf. Nee, wir wollen nicht Verlauf, wir wollen... Ich will Künstler. Titel. Interpret. So, Nemesis. Fange ich jetzt mal mit einem Lied an. Läuft jetzt. Handy ist auf Lautstärke voll. Wo ist denn hier rechts und links? Also bei den normalen hast du wenigstens hier irgendwie rechts-links drauf, aber ich habe hier kein rechts-links drauf. Ich denke mal so, oder? Nee, das ist falsch. So ist. Na? Wieso machst du denn jetzt Pause? Achso, nächstes Lied. So, jetzt gucke ich auch mal. Ah, Power off, okay. Gehen wir wieder an. Power on, genau. Connected, sagt er mir jetzt an. Volume up, Volume down, press. Press 3. Okay, also. Jetzt geht Google gleich auf. Ah, Volume Maximum. Ich muss streichen wieder. Volume Maximum. Jetzt geht Google wieder an. Also einmal leicht drücken, egal welche Seite, macht er Pause. Und spulen kann er auch irgendwie. Switch, Voice, Telephone Number. Next Song. Dreimal, okay.
Ja, da macht er wirklich das nächste. Also man muss wirklich. Jetzt geht's. Also auf der Seite zweimal drücken, dann wird es leiser. Auf der anderen Seite zweimal drücken, dann wird es lauter. Power off, genau, gut. Aber ich mit diesem Doppelklick, da habe ich so ein bisschen Probleme. Sind die Pamu besser. Dann brauchst du nur streichen. Springt doch gleich um, das ist gut. Ach, jetzt geht der an. Okay. Volume Maximum, hier wird gezeigt das Maximum Volume. Aber der Klang hört sich ja gut an. Also vom Sound finde ich mir wirklich gut. Frage der Zeit, bist du wieder zurück? Okay, jetzt hat er bei beiden Power off gesagt. Gut, also, weil ich wurde hier gefragt, Tragekomfort ist erste Sahne. Kann ich echt nicht meckern. Wirklich einen richtig guten Tragekomfort. Hier unten sind die Magnete, die haben beide einen sehr guten Tragekomfort. Aber was ich euch jetzt schon sagen kann, eben hatte ich, wo ich die linke Seite ausgemacht habe, ist die rechte Seite, also Musik ist pausiert, aber die rechte Seite ist nicht ausgegangen. Oder Quatsch, ist mit ausgegangen, aber nicht mit an. Die musste ich dann separat hier wieder anschalten. Also wenn mich jemand gefragt hat, bei ihm geht nur eine Seite. Also es kann sein, dass du die andere Seite dann halt separat anschalten musst. So, jetzt wollen wir mal hier noch die komischen Gummipinöpel-Teile testen. Wie kommen die denn überhaupt da ran? Ich denke mal so rum, oder? Nee. Wie rum kommen die jetzt? Ich denke mal so rum, dass das dann da unten hängt. Dann machen wir das einfach mal rein. Die gehen aber schwer rauf. So. Power on. So. Ich glaube nicht so weit hoch. Ja, machen wir weiter unten. So. So. Sind sie noch an oder sind sie aus? Ach so, sind aus. So, jetzt kommt der nach. Das Power on, dann hat der Power on gesagt. Connected. Seht ihr? Ich habe jetzt auf der linken Seite zum Beispiel keinen Ton. Jetzt Power on. Jetzt ist es bei beiden. Das ist mir eben aufgefallen. Also, ich habe hier ausgemacht. Der sagt zwar, also hier sagt er Power on. Also nach dem Anmachen wieder. Hier sagt er auch Power on. Bleibt aber aus. Und dann muss ich separat hier nochmal gedrückt halten, damit der auch angeht. Vorhin war das nicht. Also, das ist nicht jedes Mal wohl so. So, und jetzt machen wir mal einen Test.
Okay, Google. Anrufen Mutti. Man kann sein, dass sie gerade unterwegs ist. Dann muss ich meinen Bruder anrufen. Nee, ist nur bei M. Ja, Icke. Verstehst du mich gut? Nee, ich mach gerade einen Test. Du musst mir nur sagen, ob du mich gut verstehst. Verstehst du mich sehr gut? So. Verstehst du mich immer noch gut? Okay, dann ist es wirklich das Mikrofon daran. Okay, Dankeschön. Das war's schon. Ciao. Jo, die Kleine pennt ja noch. So, das war's jetzt. Power off. Und wenn ich jetzt hier drücke, Power on, okay. Power off. Gut. Also. Wir kommen gleich dazu. Moment. So. Jetzt leuchtet die andere Seite. Ne, da, da leuchtet es immer. Seht ihr? Na gut, jetzt leuchtet es wieder nicht. So. Und dann haben wir halt hier. Wofür der ist, weiß ich selber auch noch nicht. Weil, wie gesagt, ich kann kein Englisch. Ich muss mir das erstmal übersetzen. Wie lange man hier mit einer Ladung hinkommt, weiß ich auch nicht. Und ja, also so muss ich, kann ich jetzt schon mal sagen, vom Komfort sind die echt gut, vom Tragekomfort. Meine Mutter hat mich sehr gut verstanden, wobei ich damals mit den Pamu Probleme hatte. Mein Bruder hat gesagt, da rauscht es ein bisschen und man versteht mich nicht so gut, nicht deutlich genug und so. Das hat mein Bruder bemängelt. Meine Mutter sagt, die versteht mich exzellent. Also wenn ich das Telefon benutze. Das ist schon mal sehr, sehr positiv. Also würde ich sagen, Mikrofon eindeutig gut. Soundqualität war auch sehr, sehr gut. Also da kann ich jetzt nicht meckern. Nachteil wirklich halt Gear Best, chinesische Anleitung, englische Anleitung. Mit den Tasten kam ich ein bisschen durcheinander mit dem Schnell du, du, du und so. Und Nachteil ab und zu, dass halt nur eine Seite angeht. Ich mache an, beide Seiten Power On. Dann sagt die Seite Power On, aber nur die Seite geht. Die andere Seite nicht, die muss man dann nochmal separat anschalten. Und, also das kriegt man hin, aber was ich hier noch sagen muss, ist, im Gegensatz zu den Pamu, wenn ihr telefoniert, also Musik hören ist alles kein Problem, habt das Stereo. Sobald ihr telefoniert, geht nur einer. Also ihr hört den Anrufer auf einem einzigen Kopfhörer, nicht auf beiden. Mikrofon ist aber gut. Bei den Pamu ist es zum Beispiel so, da hört er den Anrufer auf beiden Kopfhörern. Also hier nicht. Es soll wohl wahrscheinlich so sein, dass es halt dem Telefon nachempfunden ist und da hat man das ja auch nur an ihrem Ohr. Vielleicht haben sie deswegen gemacht, ich weiß es nicht. Ich will es aber erwähnt haben. So, dann soll es das jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Ich werde die auch noch in den nächsten Streams mal ein bisschen benutzen. Ich werde auch mal versuchen, den PC damit zu koppeln oder die mit dem PC zu koppeln. Den Reaction am Samstag werden wir dann so machen. Und falls im Hangout jemand dazukommt, über Discord oder so, werde ich die auch dafür nutzen. Da bin ich mal gespannt. So, nichtsdestotrotz bin ich dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn euch gefallen hat, ein Däumchen wären Träumchen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin dann weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.